bereit für eine geile Zeit? Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video mit dem Julian. Denn dieses Video kann ich nicht so gut alleine drehen, wahrscheinlicherweise, weil ich sehr unsportlich bin. Wir werden nämlich heute... Man nennt mich auch der Sportler. Nee, das tut man ganz sicherlich nicht. Ja, okay. Ich habe euch nämlich vor einigen Tagen auf Twitter und Snapchat gefragt, ob ihr irgendwelche besonderen Talente, sportlichen Talente habt. Und ihr könnt viele Dinge, glaube ich, sehr wir nicht. Gut. Ja, allerdings müssen wir eure Sachen, die ihr eingesendet habt, quasi jetzt versuchen gleich nachzumachen. Und das wird richtig crazy. Mein Cousin hat uns einige dieser Sportfotos und Videos rausgesucht und wir werden uns die gleich erstmal angucken und nachmachen. Aber bevor wir damit anfangen, gibt es in diesem Video eine mega geile Verlosung. Mehr dazu am Ende. Allerdings verrate ich euch schon mal. Jeder Abonnent meines Kanals kann in diesem Video ein neues Galaxy S7 Edge gewinnen. Unter anderem. Also falls du mich noch nicht abonniert hast, kannst du das sehr gerne hier oben jetzt kostenlos mit einem Klick tun. Und einen Kommentar schreiben und dann bald kann man dann auch telefonieren. Alles klar. So, Julia, komm, wir fangen an. Ja, natürlich. Ist die nackt? Nein, das ist ein Finger. Lieber, was habe ich da gerade gesehen? Komm, dann fangen wir damit an. Das ist doch keine Sportübung. Wer weiß, was die mit ihrem Finger macht. Wisst ihr, wenn ich sowas sehe, kriege ich Gänsehaut über meinen ganzen Körper. Komm, wir können das zusammen. Ich krieg dein. Hä? Hey, falsche Richtung! Du kannst doch nicht nach da knicken! Ja, aber guck doch mal, der ist doch auch so! Ja, aber der muss doch so geknickt sein! Drück dir meinen Finger in die andere Richtung! Ich fahr nicht mit dir ins Krankenhaus, wenn du dir jetzt deinen Finger... Guck mal, warte, warte, ich kann das... Ah! Ah! Fand Spaß, alles cool. Oh, alles klar! Ich bewundere Leute, die sowas... Ja, okay. Ich hab heute die Unterhose, meine Unterhose, hab ich angepasst meinem T-Shirt, falls ihr euch fragt. Leg dich auf den Bauch, Müller. Auf den Bauch. Auf den Bauch. Jetzt musst du ein Bein anwinkeln. Juhu. Das andere Bein nimmst du jetzt einfach ganz geschwind über deinen Körper, auf deinen Kopf. Warte, warte, gib mir mal deinen Arm. So, und jetzt musst du dein Bein anfassen. Also eigentlich ein ganz einfacher, Alter, ah, 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 gib's, ah. Nee, ah. Ich weiß auch nicht, worum es sich geht. Jetzt gib mir mein Bein. Gib mir mein Bein. Die hat einen ganz anderen Körper als wir. Dürfte ich mal deinen Körper nehmen? Oh, das ist schon mal. Aber das hast du auf jeden Fall besser gemacht als ich. Das war gut. Check. Check. Wir haben schon einen Teampunkt gesammelt. Okay, jetzt das. Ah, alles klar. Das ist doch keine Sportübung. Das wäre doch gelacht, Freunde. Ich komme nicht hoch. Ist ja irgendwie sportlich. Ja? 3, 2, 1. Aber Respekt, ey. Ich hätte es noch nicht mal einen Millimeter geschafft. Egal, was die nächste Übung ist, die machst du jetzt, okay? Okay. Das kann ich. Die hast du es gesehen? Die macht nicht einfach einen Handstand an der Wand. Die geht mit beiden Beinen gleichzeitig hoch. Guck mal. Das ist krass. Ich werde mir jetzt mein T-Shirt in die Hose stecken, damit ihr Ganoven mir nicht meine Unterhose wegguckt. Ich werde dir jetzt mal zeigen, was ich drauf habe, okay? Du schaffst ja mal. Ja, sehr gut, Julian. Ja, fein hast du das. Ja, ja! Nein. Soll ich mal versuchen? Ja. Wow, crazy! Das war gut! Das war richtig gut! Und jetzt mit beiden Beinen gleichzeitig. Jetzt will ich... Soll ich zusammen machen? Ja, okay. Okay. Warte. Ich muss erstmal ein bisschen schwimmen. Okay, eins, zwei. Oh! Abbruch! So, ihr Lieben, wir brauchen eine ganz kurze Verschnaufpause und ich habe mir gedacht, ich nutze die paar Minuten, um ganz kurz ein Thema bei euch anzusprechen. Die Leute, die mich schon etwas länger verfolgen, wissen, dass ich seit über einem Jahr schon eine richtig coole Kooperation mit Always habe
Und ich habe euch ja auch schon einige Male die Like a Girl Kampagne vorgestellt. Und es gibt ein neues Video. Always möchte das Selbstbewusstsein der Mädels mit dieser Kampagne stärken. Und in einem neuen Video, was ich euch natürlich auch in der Informationsbox verlinken werde, geht es um das Thema Sport. Um genau das, was wir hier gerade machen. Einfach selbstbewusst an das Thema Sport rangehen, sich Dinge zu trauen und vor allem auch an die Mädels, nicht mit dem Sport in der Pubertät aufzuhören und sich vor allem auch von niemandem was einreden zu lassen. Wenn ihr Fußball spielt, spielt weiter Fußball. Es gibt keinen Jungen- und Mädchensport. Und passend zu diesem Thema gibt es auch ein neues Always-Produkt und das ist so genial. Es gibt die neue Always Daily Singles to Go. Das sind Slip-Einlagen, die alle einzeln verpackt sind. Das bedeutet, ihr könnt euch, wenn ihr unterwegs seid, beim Sport seid oder wo auch immer hingehen wollt, einfach 1, 2 oder auch 3 Slip-Einlagen so in die Tasche stecken. Sie sind einfach vollkommen vor Schmutz geschützt. Und wenn man die aufmacht, sieht man, dass sie einfach wieder so mega dünn geformt worden sind und stören bei nichts. Und vor allem nicht beim Sport machen. Und zusätzlich riechen die wirklich so gut und intensiv. Sie neutralisieren einfach mega gut die Gerüche. Probiert sie auf jeden Fall mal aus. Vor allem ist das Design auch voll schön. Und wo wir gerade schon beim Thema sind, habe ich auch noch ein zweites Produkt, was ich euch gerne zeigen möchte. Always Ultra Long Binden, ne? Und die sind einfach perfekt für den Tag. Die sind, was der Name schon sagt, ein bisschen länger geformt und haben 2 Flügel an der Seite, was einfach einen perfekten Halt gibt. Diese Binde verrutscht nicht und bietet einen bis zu 100%igen Auslaufschutz. Ein sehr, sehr cooles Produkt. Ich hoffe, dass ihr das weiter gut findet, dass ich so offen über solche Themen rede und dass ich vielleicht dem einen oder anderen Mädel mit solchen Tipps da draußen ein bisschen helfen kann. Und ich würde sagen, wir müssen jetzt langsam mal weitermachen. Pause zu Ende und es geht los. Okay, weiter. Achtung, die folgende Szene ist sehr gefährlich, also bitte auf keinen Fall nachmachen. Was will dich? Nein, niemals! Als ob das jemand freiwillig zu Hause macht. So, ach, warte, ich hab mal. Das sieht ja lebensgefährlich aus. Ey, das sieht richtig geil aus. Was? Niemals will ich sowas. Sowas machen, es macht einfach keinen Sinn. Warum soll ich sowas tun? Ja, das ist echt blöd. Ja. Oh mein Gott. Soll ich dir helfen irgendwie? Ey, das sieht so krass aus. Niemals. Beiden helfen? Entschuldigung, ich mach's mit einer. Mach mir erstmal das mal. Also ich sag mal, das hat auch was auf jeden Fall. Jetzt sind wir aus dem Fenster eigentlich. Ja, komm, hoch. Hoch. Mann, Julia. Also nicht gegen den Kopf, Alter. Also bei der letzten Übung habe ich schon gesehen, das hat was mit einem Ball zu tun. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Okay. Oh, das ist noch runtergefallen bei 22. Scheiße. Aber egal, das kochen wir, oder? Können wir das kochen? Ja! Kochen wir das? Eine Stelle an seinem Rücken gehabt haben, die so unfassbar gejuckt hat und man versucht hat dran zu kommen. Ja gut, aber da entsteht ja nicht sowas. Naja. Oh mein Gott, ich berühre meine Finger schon. Guck! Hä, und wieso bin ich so? Guck mal ich. Ja, aber das ist machbar, Freunde. Wieder. Halt vor! Bah! Bis jetzt haben wir alles irgendwie geschafft, oder? Höchstens das Bellen im Hintergrund.
Sollen wir da jetzt rausgehen, ey, das ausprobieren ehrlich, und ein bisschen was brechen? Oder? Wenn ich das nachmache, dann können wir danach zum Arzt fahren. Ja, aber wenn ich sowas könnte, ich hätte die geilste Instagram-Fotos mal. Warum machst du sowas? Weiß ich nicht. Das ist einfach, das kommt von alleine. Das war's mit unseren sportlichen Betätigungen in diesem Video. Ich kann nicht mehr, aber wir haben nicht aufgegeben. Wir haben mega viel geschafft. Ich bin richtig stolz auf uns. Durchgezogen, Brudi. Und jetzt nochmal zur Verlosung zu sprechen zu kommen. Das war kein deutscher Satz, aber ich habe zusammen mit Always eine mega coole Verlosung für euch. Und zwar können meine Abonnenten, wie ich eben schon am Anfang gezeigt habe, ein neues Samsung Galaxy S7 Edge Handy gewinnen. Mega cool, und zusätzlich gibt es natürlich ein mega riesen Beauty-Paket und natürlich auch Always-Produkte mit dabei. Einen Moment, warte, ich komme gleich wieder. Ja. Ich kann ja doch nicht immer bringen. Also, falls ihr bei der Verlosung mitmachen möchtet und mich noch nicht abonniert habt, macht es einfach hier oben mit einem Klick kostenlos und ihr bleibt immer up to date. Und außerdem müsst ihr natürlich nur irgendeinen Kommentar schreiben, damit ich euch finden und kontaktieren kann. Alles klar, bis dann. Tschüss. Wer war das? Dein Vater. Viel Spaß, viel Glück wünsche ich euch. Die Verlosung wird eine Woche gehen und nach einer Woche findet ihr den Gewinner hier in dieser Informationsbox. Hier auf der Seite gibt es natürlich Julians neues Video, allerdings weiß ich noch nicht, was es wird. So, das war's. Ich bin fertig. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal duschen. Wir haben euch lieb und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und denkt dran, unbedingt, das habe ich noch gar nicht in diesem Video gesagt, gebt uns einen Daumen nach oben, wenn ihr findet, das haben wir gut gemacht. Tschüss! Tschüss!